Gut und willkommen beim Whisky Bubbler. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir. Und heute verkosten wir zusammen einen wunderbaren Malt und zwar von C&S Trump aus der Senior Edition. Gibt es einen Kalila 31 Jahre. Kalila, 31 Jahre. Hierbei handelt es sich um die C&S Drum Senior Edition eines unabhängigen Abfüllers, C&S Drum. Und dieser Single Cask ist das, ist ein Kalila, also ein Islay Single Malt, der 31 Jahre in einem Hogshead lag. Jetzt denkt man sich, 31 Jahre, jo, dann darf er nicht mehr oder müsste eigentlich relativ, ja, prozentetechnisch weiter unten liegen. Alles naturbelassen, Farbe als auch die Prozente. Wir haben es hier mit 54% zu tun. Und hier gibt es noch die Fassnummer, das ist die 5683. Wie erwähnt, 31 Jahre. Wurde destilliert am 11.11.1981. Das war vor meiner Geburt. Das muss man sich mal reinziehen. Und wurde am 10. Januar 2013 gebottelt und ab in die Flasche gefüllt mit diesen 54%. Das ist die Flaschennummer Nummer 20, 700 Milliliter. Und da freue ich mich jetzt drauf, diesen Whisky zu verriechen, verschmecken. Warum? Den habe ich mir selbst gegönnt zu meinem Geburtstag. Ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen ist die Flasche auch schon offen. Der eine oder andere durfte ihn schon probieren. Demnächst, morgen dürfen auch die nächsten den mit mir zusammen trinken, da freue ich mich schon riesig drauf, weil so ein Malt hat man nicht einfach jeden Tag im Glas. 54%, hier kommt schon eine leichte, rauchige Note entgegen. Sehr dezent. Trotz diesem Alter darf ich sagen, helle Früchte, ein dieses Hogshead, dieses typische, was man kennt, so von konzentrierten Früchten. Umwoben von einer leichten Frische, einem leichten, zurückhaltenden Rauch. Also diese Islay-Rauchnote ist wirklich wenig. Riecht einfach schön. Da hinten sind ein paar Honigaromen. Dunkler Honig mit leichten Fassaromen, so eine leichte Würze. Vielleicht auch so eine leichte florale Note, die dabei mitschwingt. So eine grasige, kräutrige. Schöne Nase. Ich freue mich drauf. Hammer. Sorry, aber das ist echt der Knaller, das Ding. Kalila ist ja so, sowieso eine Brennerei, auf die ich total stehe. Der Antritt ist wirklich cremig. 54%, ich brauche gar kein Wasser. Der ist sowas von geschmeidig, legt sich auf die Zunge. Dann wandern so die Aromen über die Zunge, leichter Honig. Hinten raus fängt dann an, immer mehr die klassischen Fassaromen. Also jeder, der schon mal einen älteren Malt hat, der weiß, wovon ich rede. Da kommen auf einmal Holzaromen in einer cremigen und in einer konzentrierten Form hoch. Gerade hier bei diesem, ja, Hogshead, da kommt dann so ein helles Fruchtkompott. Und dann musste ich schon abbrechen, weil ich gar nicht alles zusammenkriege an Aromen. Beim Unterschlucken kommt dann nochmal viel mehr. Ich nehme mal einen zweiten Schluck. Jetzt kommt nochmal richtig viel Fass herum. Wenn man den unterschluckt, kommt neben den, ja, diesen Holzaromen und diesen hellen Früchten, wird fast schon sagen, da ist so eine ältere Birne dabei.
Und diese Noten kommen dann mit so einem ganz leichten, dezenten, leicht kräutrigen, grasigen, rauchigen Mundgefühl, ja, um die Ecke. Setzt sich schön rein. Die Holzaromen werden richtig präsent im Mund. Ich schmatze euch hier einen vor, das tut mir echt leid. Ach, sehr lecker. Ja, ich will ihn gar nicht mehr losgeben. Geiles Teil. Natürlich kommt hier auch so ein bisschen das Emotionale dazu. Ich habe mir den selbst zu meinem Geburtstag gegönnt. Ist auch da mit einem stolzen Preis verbunden. Ich habe das hier mal so ein bisschen wie Wifi gemacht. Das kann man sich ja so im Netz abgucken, wie er das so macht. Er sagt ja immer, klebt dir einen Zettel dazu, was das gekostet hat. Und ich habe hier ihn relativ günstig gekriegt. 31 Jahre für 145 Euro. Also wenn man da nicht Nein sagen kann, weiß ich auch nicht. Da hätte ich am liebsten mehr genommen, mehr war einfach nicht drin. Ist natürlich trotzdem stolzer Preis, ne? Ist ein Whisky über 100 Euro, weit über 100 Euro. Kauft man sich nicht jeden Tag, aber 31 Jahre Islay Distille, super Aroma, wie man gerade gemerkt hat, macht richtig Spaß zu trinken. Das kann man sich dann auch mal gönnen, mit Freunden zusammen trinken. Ich habe, wie gesagt, dann einfach mal einen Zettel dran gemacht, weil das ist eine Flasche, die werde ich gucken, wie ich sie wieder zukriege. Ich werde sie nicht komplett leeren, vielleicht fülle ich mir was in Samples ab. Und dann weiß man einfach mal, was das gekostet hat vor mehreren Jahren, als man so einen Malt hatte. Die Preise steigen heutzutage ins Unermessliche. Hier muss ich sagen, ist wirklich ein Schnapper. Klar, es ist keine Originalabfüllung, es ist kein Original Kalila. Er weicht doch ein bisschen von den gängigen Kalila vom Geschmacksaromen durch diese Single Cask Hogshead ab. Aber wenn da ein toller, leckerer, alter Malt rumkommt, super. Für mich Kalila eine tolle Brennerei, die echt unterschätzt wird. Viele sagen, ach ja, hier super Blendmaschine, Herstellung der Malts, die dann für die Industrie verwendet wird. Ja, sie haben ihre eigene Range. Jo, fertig. Unabhängige Kalila, ich kann es nur empfehlen. Auch die Originalabfüllung, für mich unterschätzt, macht immer wieder Spaß. Ich bin auf der Pirsch mit einem Kollegen, der ist da noch viel verrückter nach als ich. Und der hat nämlich die andere Flasche gekriegt. Naja, man gönnt sich ja dann doch gegenseitig. Macht auf jeden Fall Spaß, zusammen zu trinken. Ich freue mich auch morgen mit ihm, diese Flasche zusammen, ja, zu verkosten. Das war es auf jeden Fall mit mir, mit dem Whisky-Bubbler. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert, einfach dran bleibt, dann seid ihr immer up to date. Und wenn es euch wirklich gefallen hat und ihr denkt, ey, die Flasche hat doch auch irgendein Kumpel im Schrank stehen, dann teilt einfach den Link, ich würde mich freuen. Bis demnächst. Tschö.